Liebe Brüder und Schwestern, geht es uns nicht manchmal genauso wie dem Apostel Thomas? Wenn Zweifel kommen, ja, ist denn das alles überhaupt wahr, was wir da glauben? Ist Jesus wirklich auferstanden? Ist er wirklich der Sohn Gottes? Ist er wirklich der Retter und Erlöser? Gerade der moderne Mensch, er glaubt ja oft nur das, was er sieht. Der moderne Mensch neigt dazu, alles zu analysieren, nachzuprüfen, empirisch zu beweisen, was man nur das anzunehmen, was man wägen, was man messen, wissenschaftlich beweisen kann. Aber dennoch, Jesus sagt, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. So wollen wir gerade heute den Herrn bitten, Herr, stärke auch unseren Glauben, der oft so angefochten ist, der oft so vieles ertragen muss, der oft so viel Widerstand erfährt. Herr, stärke unseren Glauben in einer Gesellschaft, die so sehr vom Zweifel, ja, vom Unglauben geprägt ist. Und dennoch, Jesus, er ist auferstanden von den Toten. Er ist schon mitten unter uns, weil wir in seinem Namen versammelt sind. Ja, durch die ganze Kirchengeschichte hindurch bezeugt der Herr, dass er lebt, dass er lebendig ist, dass sein Wort wahr ist, dass es bleibt, dass es Bestand hat. Durch die ganze Zeit der Kirchengeschichte hindurch offenbart sich der Herr als der Lebendige, als der Retter und Erlöser. Nicht nur seinen Aposteln, all seinen Nachfolgern, allen Getauften und besonders die Heiligen bezeugen diese Macht Gottes, ja, diese Herrlichkeit des auferstandenen Herrn Jesus Christus. Wir sind getauft auf seinen Namen. Wir sind Christen. Möge der Herr uns neu erfüllen mit seinem Geist, damit wir nicht nur Christen heißen, sondern auch uns als Christen im Leben bewähren, damit wir nicht nur mit unserem Mund, sondern mit unserem ganzen Leben bezeugen, dass wir an Jesus glauben, dass er unser Retter und Erlöser ist, die Vergebung unserer Sünden. Jesus hat seinen Aposteln diese Vollmacht übertragen, Sünden zu vergeben. Diese Vollmacht haben die Apostel weitergegeben. Diese Vollmacht haben die Priester, wenn sie das Bußsakrament spenden, Sünden zu vergeben, zu erlassen. Ja, möge der Herr uns seine Barmherzigkeit neu offenbaren. Möge er uns seine Barmherzigkeit zeigen, wenn wir das Bußsakrament empfangen, wenn wir wieder zur Beichte gehen. Es ist das Sakrament der Barmherzigkeit. Dort empfangen wir neu das göttliche Leben. Dort erfüllt uns der Herr neu mit seinem Heiligen Geist, schenkt er uns schon hier und jetzt Anteil an seiner Auferstehung, an seinem göttlichen Leben. Ja, möge Jesus, der Sieger über Sünde, Hölle und Tod, uns seine Barmherzigkeit offenbaren, so wie er sie dem Apostel Thomas in besonderer Weise offenbart hat. Ja, Jesus hat Verständnis, hat Mitleid mit jenen, die zweifeln, die mit dem Glauben ringen. Aber er sagt, selig sind, die nicht sehen und dennoch glauben. Möge der Herr uns neu stärken in dieser Überzeugung, in diesem Glauben, dass er wirklich auferstanden ist, dass er sich uns schenkt im Geheimnis der heiligen Eucharistie als das Brot des Lebens, dass er für uns
Brot geworden ist und immer wieder neu Brot wird, aus unfassbarer Liebe zu uns, um uns zu nähren, zu stärken auf unserem Lebensweg. Jesus, er hat den Tod besiegt. Er ist das Alpha, das Omega, der Anfang und das Ende. Er möchte auch die Vollendung unseres Lebens sein. Wie kurz ist diese zeitliche Lebensspanne, dieses irdische Leben im Vergleich, wenn man zurückblickt, auf uns wartet die Ewigkeit, die ewige Herrlichkeit, die ewige Freude bei unserem Vater im Himmel. Ja, möge der Herr uns neu wachrütteln, dass wir nicht schläfrig, träge sind, dass wir aus der Kraft dieses Glaubens leben, aus der Kraft dieser Hoffnung, die Jesus uns schenkt mit seiner Auferstehung. Ja, möge der Herr uns neu erfüllen mit dem Feuer des Heiligen Geistes, damit unsere Wunden heilen, damit sie verklärt werden wie die Wunden des auferstandenen Herrn, damit alle Wunden uns zum Segen werden, damit sie Quelle werden der Erlösung des neuen Lebens. Möge der Heilige Geist uns erleuchten mit seinem Licht, damit wir Licht sein können für unsere Mitmenschen, Zeugen des Glaubens, Zeugen des auferstandenen Herrn Jesus, Zeugen für das Heil, das er uns schenkt. Möge er uns Heilung schenken, uns festigen in ihm, damit wir ihn bezeugen, damit wir der ganzen Welt verkünden, Jesus lebt. Er hat uns eine unzerstörbare Hoffnung geschenkt. Und er ist der Stärkere, er ist der Sieger. Er siegt durch seine Liebe und wir können im Vertrauen auf sein Erbarmen auch diesen Sieg erringen, dieses Leben in der Herrlichkeit Gottes. Amen.